Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Bei mir lief es auf jeden Fall sehr konstant. Ich habe mir ein schönes Deck vorbereitet, vor dem Stream schon mal für euch eine Runde gezockt. Ich hatte einfach richtig Bock auf Mono Black Devotion. Einfach ein Klassiker, ein schönes Midrange-Deck. Hier hat sich zwar ein bisschen was verändert, aber so im Kern sind wir wirklich das reguläre Devotion-Deck. Wir haben im 5-Mana-Bereich den Garry, einfach ein klassischer Finisher für das Deck. Super viele Karten mit vielen schwarzen Mana-Symbolen. Wir können die Handkarten der Gegner angreifen. Wir können auch ganz gut Bonuskarten generieren. Also wirklich ein schönes, stabiles, eben konstantes Devotion-Deck. Dann haben wir aber noch die ein oder andere Combo heute mit dabei. Wollte ich einfach mitgenommen haben. Vito plus auch im 5-Mana-Bereich Exquisite Blood. Eine ziemlich starke Zwei-Karten-Combo. So können wir halt das Spiel sofort beenden. Wollte ich hier einfach mal gezockt haben und dann hatte ich noch ein bisschen Platz im Deck. Ich brauchte noch was im 4-Mana-Bereich und ja, Phyrexian Obliterator, 4 schwarze Mana-Symbole, passt natürlich super in das Devotion-Deck, aber auch so an sich eine super starke Einzelkarte gegen langsame Decks. So 4 Mana 5-5 kann echt schnell Spiele beenden. Das darf ja auch nicht immer zu lange dauern, falls die Gegner irgendwie Counterspells spielen. Also Obliterator immer eine gute Karte, gegen Kreaturendecks natürlich eine super, super starke Karte. Und da haben wir eben noch fast eine zweite Combo, Obliterator in Kombination mit Primal Might. Da habe ich einfach mein schwarzes Removal und ein paar Länder ausgetauscht. Dann konnte ich Primal Might mitnehmen, können wir halt auch super gut spielen. Wir haben ja auch teilweise Todesberührung, das synergiert halt wirklich super, super gut. Aber Obliterator plus Primal Might, wenn der Gegner ein Kreaturendeck spielt, auch eine relativ große Kreatur hat, wir lassen einmal den Obliterator gegen die Kreatur kämpfen. Die Gegner müssen super viele bleibende Karten opfern. Das ist halt schon fast eine Combo, die halt auch alleine Spiele gewinnt. Also insgesamt ein super konstantes Deck. Wir haben Interaktion, die klassische Devotion-Strategie, aber eben auch die Vito-Blood-Combo plus Obliterator und Primal Might. Fand ich einfach super cool, musste ich einfach mal zocken. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns zur ersten Starthand. Viel Spaß! Ja, mal sehen, unsere Hand ist jetzt nicht super schnell. Das war zwar ein Mulligan. Ah, okay, kommt nichts mehr. Wir können immer noch überrannt werden. Aber ein Obliterator. Oh, wahrscheinlich doch ein Luka. Luka-Deck. Transmogrify, bist du es? Legion's Landing. Boah, Glück gehabt. Noch ein Obliterator. Okay. Ein Land. Und wir haben das Spiel mehr oder weniger unter Kontrolle. Je nachdem, vielleicht kommt eine Lightning Helix. Nee, es ist wirklich so ein Token-Deck. Und es haut ordentlich rein. So, jetzt Land, Leute. Wir brauchen ein Land, ansonsten wird das wohl nichts. Ich meine, wir können einen Token umfighten. Mache ich auch. Sicher ist sicher. Je nachdem, was da kommt, dann nehmen wir halt nur 4 Schaden. Das könnte super relevant sein. Hier Bonus-Token. Jetzt muss das Land kommen. Oh. Sehr knapp. Token. Es darf kein Burn kommen. Oder noch eine Hymne. Das packen wir nicht, oder? Oh, wir sind noch im Spiel. Leute, wir sind noch im Spiel. Ja, Doppel-Obliterator ist schon mal ganz gut. Und wenn wir ein Land ziehen, der Garry. Komm. Nee, das sind Block 3. Das sind genau 6. Das sind genau 6. Alle greifen an. Ja, wir waren genau tot. Wir waren genau tot. Oder ich habe mich mal wieder verzählt. Ich weiß es nicht. 6 Stück, Block 3. Komm, nee, kommen 6 durch. Auf jeden Fall. Wir sagen Go. Wir haben noch einen Garry. Leute. Ja, okay. So können wir halt auch ein Spiel gewinnen, ne? Es ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Und ich habe gedacht, da kommt das Transmogrify. Und eigentlich haben wir halt auch verloren. Leute. Ja.
Gutes Warm-up-Spiel. Ich wollte gerade sagen, Gary darf beenden, aber das war, ja, das war viel zu knapp eigentlich. Leider on the draw. Ah, wir haben die Vito-Kombo. Oh, Fenlurker, Vito. Ist ein netter Start. Gegen den Tempel. Mhm. Was haben wir da gefunden? Engel? Nee, Counter. Celestia plus 1 plus 1. Oh ja. Oh ja. Schön on curve. Das gefällt mir. Leute, ein Vito, dann Obliterator, Top-Deck-Land. Haben wir vielleicht gewonnen. Also, klingt jetzt relativ einfach. Eben hatten wir auch gute Karten. Da haben wir auch nur gewonnen, weil wir einmal nicht angegriffen wurden. Also, knapper geht es wirklich nicht mehr, Leute. Mehr kann ich da nicht rausholen. Wobei, mal gucken. Ja, und Basri geht klar. Ja, das haut ganz gut drauf. Sagen wir erstmal Go. Kommt der Mentor gleich für 6? Oh, das haut aber ordentlich drauf. Ich meine, da kann halt auch ein Exile-Removal einfach kommen für den Obliterator. Das ist ja nicht so schwer, die Combo zu unterbrechen. Okay, na, eine Handkarte. Der Obliterator macht erstmal den Boden zu, würde ich sagen. Und ich denke, ich kann auch blocken. Also mit dem Fenlurker. Und der Obliterator löst dann eventuell die Vito-Kombo aus. Wie machen wir das? Oh, wird alles aufgeteilt gleich. Ja, dann nehme ich mal nur 4. Ich glaube, das geht klar an der Stelle. Ja, ein Land wäre auf jeden Fall noch ganz gut jetzt. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich nur in der Luft angegriffen. Nice! Wir können Top-Deck Primal Might machen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Wie gesagt, vielleicht Top-Deck-Land. Das könnte gewinnen. Wir müssen halt auch noch irgendwie selber Lebenspunkte kriegen oder den Gegner Leben verlieren lassen. Die Combo startet ja nicht sofort von alleine. Ja, wir werden für 7 in der Luft angegriffen. Ich glaube, wir sind eine Runde zu langsam on the draw. Na, vielleicht werden wir ja nicht angegriffen gleich. Unwahrscheinlich gegen eine fliegende Kreatur, aber... Das scheppert. Was kann ich da jetzt machen? Ich ziehe sogar das Land. Aber wenn alle angreifen... Das reicht nicht für die Combo. Es sei denn, man lässt den Obliterator durch. Aber das reicht nicht. Also man lässt ihn nicht durch, dann haben wir gewonnen. Man blockt, opfert 7, opfert alle Länder und Kreaturen und gewinnt mit der Apparition. On the play hätten wir das gerissen. Boah, richtig knapp. Leute, es geht doch richtig knapp. Ja, wenn alle angreifen, das bringt das nicht. Wenn der Vito stirbt. Oh, durchgelassen. Was? Ich kann es gar nicht glauben. Man hätte doch blocken können, Opfer 7 Permanents. Okay, es ist zweimal hintereinander passiert. Scheinbar, dieses Deck ist zu unbekannt. Ist zu unbekannt. Sieht okay aus, würde ich sagen. On the draw gegen Kehira. Also entweder ein Tribal Deck, Elementals, Dinos oder Super Control. Ja, sieht nach Control ohne Kreaturen aus. Dann kann man ja Kehira auch spielen. Ja. Das ist auf jeden Fall Jeskai Control, oder? Würde ich mal sagen. Direkt eine Helix dahinter. Oder ein kleiner Counter. Ja. Zum Glück haben wir das Land. Ah, hier fehlen die Länder scheinbar. Legen wir in dem Matchup erstmal eine Arena. Ich denke schon, ne? Arena ist immer super eigentlich. Ja, ein bisschen Kartenvorteil in dem Matchup kann auf gar keinen Fall schaden. Da müssen wir jetzt entspannt sein. Ich meine, wir haben ja jetzt schon weniger Handkarten. Mal gucken.
Planeswalker sind auf jeden Fall ein Problem. Da sind wir mit dem Deck jetzt nicht so super drauf vorbereitet. Doppelland gezogen, das ist nicht schlecht. Aber egal, was wir spielen. Counter oder Helix. Schätze ich mal. Das wird interessant. John Teferi. Dann können wir den Gary legen für 5. Also vielleicht. Counter-Mana ist jetzt immer am Start. Ja, der Obliterator macht nicht ganz so viel. Ich könnte auch hier eine kleine Combo legen. Nö, ich versuch's mal. Ich meine, vielleicht ist das ja nur eine Helix. Wird aber trotzdem super schwer. Das ist wirklich nicht das Matchup, was wir heute spielen wollen mit dem Deck. Mal sehen. Das macht halt leider sehr viel Kartenvorteil. Sehr, sehr, sehr viel. Rest in Peace. Ja, das ist kein Problem. Das stört uns tatsächlich gar nicht. Okay, Hera. Auf die Hand genommen. Ja, gut. Wahrscheinlich Counter-Mana dahinter. Schätze ich jetzt mal. Ich greife erstmal an. Das klappt. Was machen wir mit 6 Mana, Leute? Mal gucken. Das riecht aber irgendwie nach Mars Removal jetzt, oder? 4 Karten jetzt, 5. Da wird bestimmt aufgeräumt. Vielleicht ein bisschen gierig reingespielt. Ich glaube aber, wenn das zu lange dauert, das ist wirklich nicht unser Matchup. Das ist aber okay. Oh, kein Mars Removal. Der Teferi opfert sich erstmal für den neuen Teferi. Ja, gut. Wir können auch versuchen, einfach Schaden zu drücken jetzt, ne? Also Doppel-Gary. Wenn darunter ein Land ist, haben wir sogar Vito plus Gary. Ich guck mal, was passiert. Oh, das funktioniert sogar! Ja, dann muss ich, glaube ich, den Angriff machen. Der Teferi ist jetzt nicht ganz so wichtig. Jetzt Mars Removal. Wir ziehen da drunter. Ja, da drunter muss ein Land liegen. Dann Vito, Gary. Aber selbst Mars Removal. Keine Counter, kein Mars Removal. Was ist denn da auf der Hand? Leute, ich bin sichtbar verwirrt. 5 Handkarten? Nichts? Ja gut, ich will mich nicht beschweren, Leute. Weiter geht's. On the draw. Bisschen langsam. Bisschen langsam. Ja, nehmen wir. Ich glaube, ich lege mal den Gary weg. Oder? Ja. Versuchen wir so. Mal sehen. Das sieht aber nicht nach Silver Quill aus hier. Oh, ja, dann gucken wir mal. Schöner Top-Deck. Oh, Burn. Ja, gut. Einmal Burn. Ich meine, wir machen uns viele Lebenspunkte. Das könnte okay sein. Was habe ich runtergescribed? Ja, den hätte ich jetzt gerne wieder und nicht die Arena. Aber okay, das konnte ich ja nicht ahnen. Trotzdem, glaube ich, ganz gut für uns. Das sieht jetzt nicht so super stark aus. Wir haben den Alchemisten bekommen. Der hätte locker mehr als 2 Schaden gemacht. Ich meine, ich habe ja auch 2 Leben dafür bezahlt, aber keine Shock-Duels gehabt. Das war schon ganz gut für uns. Dann gleich die Ayara. Die muss man ja schon fast mit dem Lightning abschießen. Die generiert ja auch wieder Leben. Deswegen. Könnte ganz gut sein. Könnte. Na, wunderbar, der Gary. Sehr schön.
Sie ist halt tot, wenn ich die lege, ne? Beide sind tot. Weil das... Ja, ist ja egal. Komm. Burn, der auf Kreaturen fliegt, ist guter Burn für uns. Ja, alles, was nicht auf uns fliegt, super. Und dann unsere Topdecks sollten besser sein. Ein Phyrexian Obliterator sollte nahezu unbesiegbar sein für Monorot. Also, den kriegt man ja nie wieder vom Feld runter. Und jeder Zauber, der auf die Kreaturen fliegt... Oh, das war ein guter Topdeck. Ja, spart uns halt Lebenspunkte, wollte ich sagen. Aber gut, jetzt müssen wir mal gucken. Dann blocken wir ein bisschen. Land ist super. Und ich meine, der Vito überlebt erstmal. Das ist ja kein Wizard. Das wär's noch. Wizard Construct, aber... Kostet das Lightning wieder 3. Nö, chillig. Ich sag einfach go. Mhm. Oh, okay. Dann wird der nächste Zug wohl Lightning plus Angriff sein. Wenn das jetzt ein Wizard ist, ein Lava Runner oder so, das wäre ein bisschen frech. Nö, das ist okay. Komm, Topdeck Land wäre schon mal okay. 2-4. Ja, 2-4 zum Blocken nehmen wir. Discard alle. Okay, könnte man angreifen und sich dann direkt 3 neue Handkarten holen. Ist jetzt nicht schlecht, ne? Also immer noch angreifen, falls ihr mal so ein mono-rotes Deck spielt. Auf jeden Fall angreifen. Perfekt gemacht. Dann blocken wir. Schön reinopfern. Sehr gut. Hier noch angefeuert. So, sehr gut. Erst angreifen. Sehr schön. Alles richtig gemacht. 3 frische Handkarten dahinter. Nicht? Doch. War nur ein Anzeigefehler mit einem Light Up the Stage. Nett. Phyrexian Obliterator. Da habe ich ja drauf gewartet. Nett. So, dann gucken wir mal. Beide Seiten auf 14. Wie schnell kann der Burn uns abschießen? Jetzt muss halt alles auf uns fliegen. Auf jeden Fall. Wir haben in 2 Runden auch eventuell gewonnen. Aua. Jetzt Topdeck Gary. Puh, vielleicht sind wir nächste Runde tot. Wenn was mit Eile kommt. Ich will aber mit beiden angreifen. Die Frage ist, kann ich noch eine Arena legen für eine Bonuskarte? Und die Frage ist, brauche ich die Bonuskarte? Sagen wir mal, das kostet so viel, das kostet 4. Sagen wir, das macht 3 Schaden. Schock macht nur 2. Huh, das ist gierig. Leute, komm, wir spielen es mal gierig. Ja, komm. All in, ab geht's. Mal gucken, was passiert. Weil die Bonuskarte kann halt auch relevant sein, wenn da jetzt eine Kreatur kommt zum Blocken und wir finden genau als zweite Karte eine Primal Might. Okay, Light Up ist super. Okay, ich gehe aber davon aus... Ja, wir haben gewonnen. Genau 7. Das reicht schon. Ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, wir sind nächste Runde auf jeden Fall tot. Aber der Vito hat einen Burnspell zum Beispiel gefangen. Das sind jetzt die 3 Lebenspunkte, die wir hier auf jeden Fall gebraucht haben. Schön, Leute. Boah, aber super knapp. Super knapp. Waren wir on the play oder on the draw? Weiß ich gar nicht mehr. Also wenn wir on the draw waren, super souverän, Leute. Schönes Spiel. Oh ja. Obliterator Gary. Devotion 10. Auf der Starthand. Ja, das ist nett. Hallowed Fountain. Nochmal Control? Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht finden wir das sofort heraus. Kann auch Enchantress ohne Lorus sein. Brainstorm. Ah, schon eher Jeskai Control, würde ich sagen. Vielleicht kommt ja noch rotes Mana. Alles klar, Leute. Wir wissen Bescheid. Ja, dann ist unsere Hand gar nicht mal so super gut tatsächlich. Ich glaube, den Vito will ich da noch gar nicht reinhauen. Bringt es irgendwie nicht. Es sei denn, wir haben halt Vito, dann Obliterator, wir ziehen ein Land, dann Gary. Das sorgt ja quasi hier nochmal für Bonusschaden. Verdoppelt den Schaden ja vom Gary. Aber
Ich meine, gut, wir hatten heute schon mal Jeskai Control und da kam irgendwie nichts, aber das passiert nicht nochmal, glaube ich. Mal sehen. Die Frage ist, lege ich den Obliterator? Ich meine, Nazeth auf 1 hauen? Ja, irgendwas müssen wir reinspielen. Das reicht irgendwie nicht, auch nicht mit dem Pumpeffekt, das ist viel zu wenig. Jetzt weiße Mana-Quelle, Mars-Removal, nein! Nochmal so ein langsamer Zug, fehlen vielleicht Länder. Was ist denn heute mit Jeskai Control los? Okay, Land Helix, aber Helix für Fenlurker. Kein Problem. Hätte ich doch mal... Na, wobei, Vito wäre an der Helix gestorben. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mal den Vito gelegt. Okay, wie viel macht das? Wir haben 6, das sind 8 plus 6, 14. Nee, das reicht nicht. Machen wir aber trotzdem, oder? Dann haben wir aber nur den Vito. Also wenn nächste Runde kein Mars Removal kommt, ich weiß es auch nicht. Mach ich die Nazeth kaputt, falls wir mal eine Arena ziehen oder so. Gegner ist auf 7. Ja, wir haben Vito und Castle. Aber jetzt... Das gibt's doch nicht, Leute. Wie gesagt, was ist denn heute mit Jeskai Control los? Faszinierend. Bei mir hat das letztes Mal noch super gut geklappt. Und heute? Ich weiß nicht. Jo, krass. Ich wollte gerade sagen, vielleicht noch ein Removal für den Obliterator, aber... Leute, Jeskai Control hat heute einen schlechten Tag. Ja, umso besser für uns. Weiter geht's. Das geht auf jeden Fall klar. Jeskai Control? Ich weiß es nicht. Brainstorm, wahrscheinlich. Wirklich, letzte Chance. Na, dann ist leider hier die Combo ja nicht ganz so gut. Nee. Das ist aber ein Combo-Deck dann auch, so wie wir. Paladin-Combo, das habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und da ist der Obliterator auf einmal wieder super, super gut. Jetzt dürfen wir halt nur nicht an der Combo sterben. Okay, der braucht auf jeden Fall Life Gain und dann den Zauberstab, das Equipment. Genau den, vielen Dank. Ich war gerade am Erklären. Und dann kann man unendlich viel Schaden machen. Aber Equip, Rune. Oh, das ist nächste Runde der Fall. Da müssen wir Primal Might vorher spielen. Mit der Rune habe ich das selber noch gar nicht gezockt. Das gibt's ja jetzt auch. Wie gut. Da ist das Deck nochmal viel besser geworden. Zum Glück haben wir hier ein Removal am Start. Leider können wir jetzt aber nicht mehr mit dem Obliterator fighten. Okay, keine Chance für Jeskai Control. Paladin Combo, auch mit Brainstorm. Habe ich hier eventuell mein nächstes Deck gefunden, Leute? Ich sehe immer eure Vorschläge. Sind auch super Vorschläge dabei. Dürft immer gerne noch mehr Vorschläge in die Kommentare posten. Ich schaue dann mal. Aber ich glaube, Leute, falls ihr das Deck auch nicht kanntet, da muss ich eigentlich sofort mal was vorbereiten. Oh, die Tage mal eine Runde Paladin Combo. Schauen wir mal. Leute, das war es auf jeden Fall jetzt erstmal hier von mir. Eigentlich perfekter Moment, um das Video hier zu beenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, hier das Deck wirklich sehr, sehr, sehr solide. Aber ich muss jetzt leider das Paladin-Zauberstab-Combo-Deck vorbereiten. Wenn ihr noch an den Daumen denken könntet, wäre ich euch super dankbar für. Vielen, vielen Dank wirklich. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.